Ja, meine lieben Freunde, wunderschönen guten Tag. Apple ist wieder am Start und zwar mit der nächsten Apple View und zwar mit My Talking Angela. Nicht der berühmte Hoax, der hier schon durchs Internet geht, sondern einfach was ganz anderes. Man sieht hier im Hintergrund irgendwie ein kleines Katzenbaby in einem Kinderwagen. Ja, was das hier soll, weiß ich auch noch nicht. Ach so, einfach nur drauf tippen. Guck an. Wir sollen also jetzt die kleine, Angela irgendwie streicheln. Ich habe Hunger. Achso, jetzt will sie wieder essen. Und das ist hier so, dass man mal sieht, wie man die großzieht. Die Talking Angela. Auch bei der App braucht ihr euch jetzt überhaupt keine Sorgen machen, dass hier irgendein Hacker oder so das System gehackt hat. Das ist eine nagelneue App. Die hat auch noch nicht sonderlich viele. Sag mal, hast du ekelhafte Zähne. Aber ein Goldstück im Mund, ja? Nicht mal Zahnpasta drauf hier. Guck mal an, du musst ja sogar richtig im Mund putzen. Die Zähne meine ich jetzt hier. So, das ist eigentlich mal richtig sauber gemacht. Wunderbar. So, Freunde, immer schön. Na, die hat sich aber verändert. Immer schön die Zähne putzen. Wisst ihr ja Bescheid. Müsst ihr natürlich auch so machen. Immer am besten 3 Minuten. Da ist das hier sogar noch bei mir Bildungsprogramm pur. So, dann wird die erstmal eingeschäumt. Hier Waschprogramm erstmal. Was ist das jetzt? Nochmal einschäumen. Noch nicht fertig. Achso, einfach nur so, bis das Goldmünzchen wieder kommt. Dann die Dusche drüber und den Schaum wieder wegspülen. So, das war's erstmal. Muss ich die nicht noch abtrocknen? Ja, gut. Und abgetrocknet geht's dann mal ins Schlafzimmer. Dann gucken wir uns das Ganze mal an. Macht das Licht aus. Wunderbar. So, dann lädt sich jetzt die Energie erstmal auf. Wir sollen dem Kätzchen einen Namen geben. Wie nennen wir sie denn? Wir nennen sie einfach mal Epi. Mir fällt gerade kein besserer Name ein. Zack, ruckzuck über Nacht auf Level 2 gehüpft. Gibt es ein paar neue Sticker. Was haben wir da? Sticker? Achso. Sticker-Album. Sammle Sticker, um Belohnung zu holen. Das finde ich ja nicht schlecht, sowas. Na komm schon, mach mal die Sticker auf. Das ist ja geil. Das ist ja so wie echt gemacht. Guck einer an. Das ist ja genial. Also so wie man irgendwelche Bilder an der Kasse mal bekommt, bei irgendwelchen Sonderaktionen, kann man hier dann wirklich die Sticker draufkleben. Ach so, das fetzt ja mal. Das ist ja mal ganz genial. Bis dort 72 und dann kann ich hier das nächste Sticker-Ding draufkleben, die 99 noch. Das habe ich ja noch gar nicht gesehen, sowas. Da haben sie sich ja mal echt was einfallen lassen, muss ich ja mal sagen. So, 129, wie viele Bilder gibt es denn mal hier? Kann man die auch größer machen? Und wir gucken mal bis zur 129. Die ist hier. Halt. Bilder gucken. Nichts. Auch geht nicht? Okay. Na, ist egal. Gibt 18 Seiten, das heißt, es sind knapp 200 Bilder. Und dann wollen wir mal schauen, was wir hier auf der Spielkonsole so Schönes drauf haben. Wie jetzt? Nee, 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 nee. Wir wollen jetzt hier keine zwei Spiele runterladen. Wir wollen. Ach so, das sind die hier unten. Das hier oben ist Werbung. Clever getarnt. Und dann haben wir hier natürlich. Richtig. Das Spiel. Oh. Ja, oder auch nicht. Der Kugelbreaker, wenn ich das jetzt mal so sagen kann. Oha. Und wir müssen dann hier versuchen, die Goldmünzen einzusammeln. Hier, halt, halt, halt. Machen wir ein bisschen breiter das Ding. Plus 5 Münzen. Oh, shit. So, dann haben wir verloren. 3 Leben. Wir haben 9 Punkte gesammelt. Das ist ja schon mal was. Bestenlisten. Mal gucken, sind wir überhaupt bei Google Plus noch ein? Sind wir noch gar nicht eingeloggt? Müssen wir mal ganz kurz machen an der Stelle erstmal. Kleinen Moment, geht gleich wieder los. So, da war es das schon. Und jetzt geht es mit der Einloggung weiter. Und dann kriegen wir bestimmt auch irgendwelche Punkte und Achievements hier. So, da sind wir bei 170. Keine Ahnung, Punkte oder was. So, ja, Highscore ist das tatsächlich. Und klitzekleines Puzzle. Das ist ja wirklich ein klitzekleines Puzzle. Ach so, wie man das hier einfach am besten draufsteckt. Ne? Das ist ja nicht schwer. Da kann man ja hier ganz schnell mal Punkte sammeln. Das ist so ein bisschen wie Tetris, nur anders. So, und wo kriege ich jetzt das andere Ding her? Ihr wollt mich doch wohl. Wie jetzt? Nochmal. So. So. Ach so, hat nicht gepasst. Mensch, mein Fehler. Läuft hier Zeit irgendwo oder ist es einfach so?
Wie soll ich denn das drehen? Hä? Moment mal. Das legen wir erstmal an die Seite. Wenn ich das jetzt hier so sehe. Kann man das drehen? Ach hier! Was war denn das jetzt? Jetzt habe ich irgendwas falsch gemacht. Jetzt fange ich hier von vorne an. Das gibt's doch gar nicht. Das wollte ich doch überhaupt gar nicht, sowas. Ach Freunde, so ist doch das nicht schön. Wenn man hier andauernd von vorne anfangen muss. Nee, das haut auch irgendwie nicht hin. Aber das haut hin. Das haut auch hin. Das haut aber überhaupt nicht hin. Wie kann ich die Gegenstände, kann ich die nicht drehen oder was? Das passt mir natürlich nun gar nicht. Dann müssen wir das halt irgendwie versuchen, passig zu machen. Aber es muss ja doch so. Tatsächlich, es geht wirklich nur eine Form. Also muss man nichts drehen. Falscher Gedanke beim ersten Mal. Schauen wir mal, wie das hier. Nee, das kann ja so nicht sein. Dann muss das da oben hin anscheinend. Das haut ja anscheinend auch so nicht hin. Wenn wir den jetzt hier so drauf klatschen wollen, haut das auch nicht hin. Ah doch, so, siehst du? Naja, da musst du wirklich ein bisschen nachdenken hier, und dann siehst du auch, wie einzelne Puzzleteile funktionieren. Ah, jetzt habe ich aber keine Lust mehr. Sonst sitzt man die ganze Zeit hier nur am Puzzeln dran. Das geht ja nur auch nicht. Zurück bitte. Schon wieder Werbung eingeblendet hier. Ja, bitte jetzt weg. Wir wollen hier noch ein bisschen was zeigen und vorführen. So, das sind die beiden Spiele. War's das oder was? Ist nicht euer Ernst. Spiel und gewinne Coins. Schön. Aber ich wollte ja eigentlich nicht nur Coins haben, sondern hier auch mal ganz schnell erstmal ein Level aufsteigen. Was haben wir da? Spieloption. Was haben wir denn da drin? Alter, wir sind beim Baby. Level 2 XP Booster Spielanleitung. Spieleinstellungen. Erinnerungston. Push-Benachrichtigung. Facebook einloggen. Um Gottes Willen. Bitte nicht. Kann man natürlich noch machen, wer da Lust drauf hat. Aber ich habe keine Lust, dass mir hier irgendwie die ganze Pinnwand voll gepostet wird. Dann haben wir jetzt hier den Fröhlichkeitsbonus. Essensbonus, achso, ne? Dann gibt es mal ein bisschen Milch und ein bisschen was zu essen und ein bisschen was zu trinken. Schon wieder schmutzig. Ist ja eine Frechheit. Oh. So, die Zahndusche hilft uns natürlich, hier die restlichen grünen Dinger rauszuholen. Und immer schön kreisende Bewegungen, Kinder, ja, beim Zähneputzen nicht vergessen. So, und dann ordentlich so. Wunderbar. So, dann gehen wir mal zurück hier zur Badewanne. Was ist jetzt los? Oh, Level Nummer 3, da haben wir wenigstens schon mal was geschafft. Das ist ja schon mal allerhand. Neue Sticker, Flechtzöpfe haben wir jetzt bekommen. Was kann man damit machen? Die Sticker kann ja dann jeder weitermachen. Die Flechtzöpfe. Ach so, die müssen wir jetzt kaufen. Ich dachte, die kriege ich schon einfach so. Nix ist. Ab in eine Wanne. Dann das Ganze hier eingeschäumt. Ist ja lustig. Mache ich hier mit dem Entchen? Gar nichts. Tatsache ist ja geil. So, nur aber duschen hier, Freunde. Gibt überall Geld für. Schon mal sehr gut. So, abgetrocknet wird wieder nicht. Geht wieder direkt ins Nest. Licht wieder aus. Kann ich hier was drücken? Anscheinend nicht. So, das ist ja so wirklich hier so eine Art Tamagotchi-Spiel, was man sich jetzt hier so vor Augen halten muss. Was man wirklich bis zum geht nicht mehr aufpusht. Wie lange dauert das hier, bis die Energie voll ist? Was kann ich denn hier eigentlich machen? Du hast keine Nachrichten. Ja, das ist schön. Wunderbar. Bin ich auch nicht gerade unzufrieden bei. Dann können wir mal gucken in der Zeit, wo die pennt, was wir hier mit Diamanten und Münzen. Oh, ist das der Wahnsinn. Für 90 Euro 4000 Diamanten. Na gut. Und keine Werbung. Wer das braucht, kann sich das gerne kaufen. Hier können wir dann gucken. Möbel, Garderobe, Essen. Was haben wir denn hier im Shop? Gibt es erstmal einen Lutscher? Ein Lutscher? Hier oben gibt es irgendwie so eine Art Suppe oder was das sein soll. Was gibt es hier? Gibt es nichts weiter. Hungriger Zaubertrank, die kosten natürlich richtig Geld. Erreiche Level 35, 25, 5, okay. Können wir also nicht viel mit anfangen. Na, also Fisch können wir auch noch nicht essen. Bis 35 ist ja noch eine ganze Weile hin. Das heißt, das sind hier die unterschiedlichen Einkaufsmärkte, wo man dann erst hinkommt, später mal, wenn man denn so weit ist. So, fast ausgeruht. Naja, dann gucken wir halt nochmal hier rein. Münzen, Garderobe, Garderobe. Was haben wir denn da Schönes? Im Moment haben wir noch nicht so viel. Wir können hier natürlich die Augenfarbe ändern. Grüne Augen für 150, braune Augen. Oh, das war aber teures Spaß hier. Machen wir mal ein Erdbeerkleid. Holen wir ja mal ein Erdbeerkleid. So, dann haben wir natürlich eine Erfahrung dazu bekommen. Was Pixie-Schnitt? Gibt es hier nicht was günstigeres?
Ist ganz schön teuer. 700, 350, Halleluja. Also wer hier unterschiedliche Frisuren haben will, wie ein Afro, muss ganz schön tief in die Tasche greifen oder lange spielen. Herzform Sonnenbrille. Kann man die auch günstiger kriegen? Gibt es natürlich nicht günstiger. Katzenaugen Sonnenbrille. Die ist natürlich gesperrt. Warum ist das so? Ach, weil mir die Sticker fehlen. Ich verstehe. Die Sticker sind also die Sachen, die ich brauche, um was freizuschalten. Naja, gut. Dann kaufen wir halt mal die Sonnenbrille in Herzoptik. Was? Ach so, brauche ich erst Level 4 für. Ein Weihnachtskostüm. Na gut, da habe ich auch noch nicht genug Geld für. Also da muss man erstmal ordentlich für spielen, damit man überhaupt was erreichen kann. Gut, das war's erstmal. So, die Kleine ist fertig mit der Nachtruhe. Wir machen erstmal hier wieder das Licht an. Na gut, so ganz fertig ist er noch nicht. Was mache ich hier? Juhu, du bekommst 2% schneller voran. XP-Booster. Okay, na dann machen wir das Licht halt wieder aus. Wollen wir jetzt nicht weiter... Was? Ach, die spricht mir das sogar noch nach? Alles klar, na dann wünsche ich eine gute Nacht erstmal. Ciao. Jawohl. So, Licht wieder aus. Die sagt gute Nacht. Ich wünsche euch viel Spaß. Link ist wie immer bei mir in der Beschreibung. Und die App ist natürlich kostenlos im Play Store erhältlich. Und wir sehen uns natürlich bei der nächsten App Review. Bis dahin, auf Wiederschauen.